Vielen Dank, Herr Professor Minnert. An dieser Stelle begrüße ich Frau Licht, die großen Anteil am Gelingen dieser Veranstaltung hat. Denn neben der Ausarbeitung der Beispiele hat sie sowohl den Tagungsband als auch die Folien der Professoren Korrektur gelesen. Hierfür nochmal vielen Dank. Okay, danke. Frau Licht wird jetzt wie gewohnt mit den Berechnungsbeispielen fortfahren. Ja, auch zum Eurocode 5 würde ich Ihnen gerne einige Beispiele erläutern. Den Anfang machen wir mit einem ganz einfachen Einfeldträger, einem Deckenträger. Und diesen Deckenträger habe ich erst einmal mit dem Modul S302DE gerechnet. Das ist unser Holzdurchlaufträger. Ja, Deckenträger, Länge 4,20 Meter. Wir schauen uns erstmal das statische System an. Nutzungsklasse 1. Balkenabstand, also eine Deckenträgerlage, Balkenabstand 62,5 cm. Als Einwirkungen, es ist ein Handbeispiel, auch also ganz einfach, wir haben nur zwei Einwirkungen gewählt, einmal die Einwirkung ständig und einmal die Einwirkung veränderliche Nutzlast. Und als Lasten eingetragen sind, hier sehen Sie es tabellarisch ausgegeben und auch grafisch ausgegeben, 1,5 Kilonewton pro Quadratmeter für die ständige Einwirkung und 2 Kilonewton pro Quadratmeter für die Einwirkung Nutzlast. Ja, Materialquerschnitt. In diesem Register definieren Sie den gewünschten Holzquerschnitt und das gewünschte Holzmaterial. Nadelholz C24, Rechteckquerschnitt 10 cm breit und die Höhe war vorgegeben mit 24 cm und dafür werden wir jetzt diesen Deckenträger auch nachweisen und bemessen. In diesem Register geben Sie uns auch die Nutzungsklasse vor. Über die Nutzungsklasse wird der Feuchtigkeit, also der Einfluss der Feuchtigkeit auf die Festigkeitswerte berücksichtigt. Das hat Herr Professor Minnert Ihnen ja auch erläutert. Ja, die Nachweise, die wir jetzt hier führen möchten, ich möchte Ihnen Biegebemessung erläutern, ich möchte Ihnen den Querkraftnachweis erläutern und im Anschluss auch die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit. Schauen wir uns erstmal die Biegebemessung und die Querkraftbemessung an. Im Prinzip ist es genauso aufgebaut wie die Stahlbauprogramme auch. Wir rechnen uns zuerst einmal die charakteristischen Schnittgrößen aus, dann wird überlagert und für die Bemessungsschnittgrößen wird dann nachgewiesen und bemessen. Gehen wir mal in das Kapitel. Hier sehen Sie auch nochmal die Kombinationen, die durchgeführt werden. Seltene und quasi ständige Kombinationen brauchen wir später für die Durchbiegung. Das werde ich dann nochmal separat erläutern. Hier haben wir das Bemessungsbiegemoment und die Bemessungsquerkraft. Kapitel Materialquerschnitt mit den entsprechenden charakteristischen Festigkeitswerten für das Nadelholz C24 und dann kommen die Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit, einmal Biegetragfähigkeit und Querkrafttragfähigkeit. Im Prinzip genauso wie in der DIN 1052 auch, aber ich würde es trotzdem gerne noch mal erläutern, damit Sie wissen, was mit diesen Werten auch gemeint ist. Wir haben hier zunächst einmal in jeder Nachweistabelle diesen Modifikationsbeiwert KMOD. KMOD, das ist dieser Beiwert, der zum einen die Nutzungsklasse berücksichtigt, das heißt Einfluss der Feuchtigkeit auf die Festigkeit und aber auch die Lasteinwirkungsdauer berücksichtigt, je nachdem, was Sie für Einwirkungen wählen, fällt die Kombination in eine andere Klasse der Lasteinwirkungsdauer und je länger die Last einwirkt, desto ungünstiger wird dieser Beiwert KMOD, das heißt, desto kleiner wird der Beiwert KMOD und desto kleiner wird dann auch die Festigkeit, der Bemessungswert der Festigkeit. Wenn wir uns das jetzt hier mal am Beispiel der Biegung anschauen, wir haben das Bemessungsmoment von 6,93 Kilonewtonmeter, daraus resultiert die Biegespannung, ich zeige es Ihnen auch gleich nochmal am Handbeispiel und das ist der Bemessungswert oder die
zulässige Biegespannung, die Beanspruchbarkeit auf Biegung, FMD, M für Biegung, D für Design, K-Mod mal FMK durch Gamma M für das Holz ergibt jetzt hier in unserem Beispiel 14,77. Die beiden Spannungen ins Verhältnis gesetzt haben wir auf Biegung eine Ausnutzung von knapp 50%. Ähnlich erfolgt der Nachweis auf Schub. Da haben wir jetzt ja so einen Risskoeffizient zu berücksichtigen, aber wir haben gesehen, im Prinzip das Ergebnis wird letztendlich genau wie in der DIN sein. Wir berechnen uns Bemessungswert der Schubspannung, dann Bemessungswert der Beanspruchbarkeit auf Schub. Das Ganze wieder ins Verhältnis gesetzt, gibt eine Ausnutzung von knapp 30%. Ja, schauen wir nochmal in das Kapitel Nachweise der Gebrauchstauglichkeit. Erst einmal Nachweise der Durchbiegung. Zum Schwingungsnachweis komme ich dann gleich. In der Norm sind drei Arten von Durchbiegungen empfohlen, also die nachgewiesen werden sollen, empfohlen. Einmal die Anfangsdurchbiegung. Die Anfangsdurchbiegung wird mit der charakteristischen bzw. seltenen Kombination nachgewiesen. Dann haben wir die Enddurchbiegung und die gesamte Enddurchbiegung nachzuweisen. Diese Durchbiegungsnachweise können Sie über diese Häkchen ein- oder ausschalten und damit können Sie sich genau die Nachweise zuschalten, die gefordert sind. Auch die Grenzwerte sind, das haben Sie ja gehört im Vortrag von Herrn Professor Minnert, eigentlich empfohlene Grenzwerte und Sie sollten die Grenzwerte mit dem Bauherrn absprechen. Sie können also den gewünschten Grenzwert hier im Programm dann auch eintragen. Ja, Sie haben die tabellarische Ausgabe einmal für die Anfangsdurchbiegung, wie gesagt, charakteristische Durchbiegung und dann kommen die zwei Nachweise der Enddurchbiegung. Und wie wir jetzt auf diese Werte kommen, das schauen wir uns jetzt erstmal als Handbeispiel an und danach schauen wir uns nochmal hier diesen Schwingungsnachweis an. Das Handbeispiel haben Sie auch im Umdruck. Dort gehen wir das nochmal durch. Das war dieser Einfeldträger, 4,20 Meter mit den entsprechenden Lasten. Ich hatte schon erläutert, Biegetragfähigkeit. Wir rechnen ganz normal die vorhandene Biegespannung, das Bemessungsmoment durch das Widerstandsmoment gibt eine vorhandene Biegespannung von 7,21. Und hier sehen Sie auch nochmal, wie die Beanspruchbarkeit im Holzbau gerechnet wird. Das ist charakteristischer Wert der Biegespannung durch den Teilsicherheitsbeiwert Gamma M im Holzbau, der ist 1,3, dann multipliziert mit dem entsprechenden Modifikationsbeiwert K-Mod, der wie gesagt die Einflussfeuchtigkeit und Einflusslasteinwirkungsdauer berücksichtigt. K-Mod in unserem Beispiel 0,8, sodass wir auf eine Beanspruchbarkeit von 14,77 gekommen sind und so ist diese die Ausnutzung von 0,49 bzw. 49% entstanden. Bei der Querkrafttragfähigkeit ist jetzt neu dieser Faktor, um dieses Aufreißen des Holzes zu berücksichtigen. Man rechnet im Prinzip mit einer effektiven Breite, das ist die vorhandene Breite mal diesem Faktor KCR für Crack. Ja, die Schubspannung letztendlich jetzt höher als im Vergleich zur Norm, aber über diesen Koeffizient wird das Ganze nochmal auf die alten Ergebnisse zurückgeführt. Vorhandene Schubspannung 1,5, weil es ein Rechteckquerschnitt ist, mal V durch die Breite mal die Höhe, ergab 0,7 Newton pro Quadratmillimeter. Charakteristisch oder die Beanspruchbarkeit auf Schub immer wieder gleiche Formel, K-Mod mal charakteristisch durch Gamma M ergibt hier für C24 2,46 und das war die Ausnutzung von 28%. Ja, die Durchbiegungsnachweise, Anfangsverformung, elastische Anfangsverformung sehen Sie hier gerechnet, das ist die Verformung ohne Berücksichtigung von Kriechen und Schwinden. Das ist einfach die Aufaddition der 1,0-fachen Verformungen. Einmal die Verformung infolge der Einwirkung ständig, das war in unserem Beispiel 3 mm. Verformung infolge veränderlicher Einwirkung 4 mm, das beides 1,0-fach aufaddiert. Charakteristische Kombination oder früher hieß es auch seltene Kombination, ergaben 7 mm. Das sind die empfohlenen Bereiche oder der empfohlene Bereich der Grenzwerte. Wir haben jetzt einfach mal L300stel für unser Beispiel ausgewählt. Also die Anfangsverformung ist weit eingehalten, 7 mm zu 14 mm.
Ja, Nachweis der Enddurchbiegung heißt, wir haben die elastische Anfangsdurchbiegung plus Berücksichtigung von Schwinden, von Griechen und Schwinden. Dazu brauchen wir die quasi ständigen Anteile und wir brauchen diesen K-Def, also Beiwert zur Berücksichtigung von Griechen und Schwinden. Der ist abhängig von der Nutzungsklasse und für die Nutzungsklasse 1 ist der K-Def-Beiwert 0,6. Das heißt, ständige Einwirkungen, Anfangsdurchbiegung war 1,0-fach plus Anteil aus Schwinden. Also das Ganze nochmal plus 0,6 plus KDEF. Das Ganze für die Verkehrslast 1,0-fach mal die Anfangsdurchbiegung plus der quasi ständige Anteil aus Schwinden. Deshalb hier noch der Faktor Psi 0. Ja, und dann gibt es noch den Nachweis der Netto-Enddurchbiegung. Und diese Enddurchbiegung, die wird grundsätzlich mit der quasi ständigen, Kombination geführt. Und da ist der Unterschied zu dieser Durchbiegung, dass der quasi ständige Anteil der Verkehrslast berücksichtigt wird. Das heißt, das Psi 0 steht außerhalb der Klammer, steht also hier vor der Klammer. Hier war das Psi 2 noch innerhalb der Klammer. Das ist der einzige Unterschied. Netto-Enddurchbiegung, hier darf dann, falls vorhanden, eine Vorkrümmung abgezogen werden, was allerdings recht selten ist im Holzbau. Und die empfohlenen Grenzwerte befinden sich innerhalb einem anderen Bereich. Ja, Schwingungsnachweis, da möchte ich nochmal zurück in das Programm gehen. Im Kapitel Nachweise haben wir jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, Nachweis der Schwingungen. Im EC5 ist ja der Schwingungsnachweis nicht so eindeutig geklärt oder geregelt und deshalb sind wir hingegangen und haben das empfohlene Verfahren nach Professor Colling eingearbeitet. Und Sie finden dieses Verfahren sehr ausführlich aufgeschrieben im Schneider-Bau-Tabellen in der 20. Auflage. Da können Sie das auch sehr schön nachvollziehen. Und genau dieses Verfahren haben wir jetzt hier eingearbeitet. Ich schalte das mal ein. Nachweis der Schwingungen wird empfohlen, dass wir zum einen die Eigenfrequenz nachweisen und zum anderen die Steifigkeit nachweisen. Das heißt, wir berechnen uns die Eigenfrequenz für die ständige Einwirkung. Das ist der eine Teil des Nachweises. Und der zweite Teil, wir berechnen uns eine Durchbiegung infolge einer Mannlast. Und diese Durchbiegung sollte auch eine Grenzdurchbiegung nicht überschreiten. Sie finden im der 20. Auflage auch empfohlene Grenzwerte. Das sollten Sie vielleicht dann auch mit dem Bauherrn abklären. Ich habe das also hier mal eingeschaltet. Ich habe jetzt mal gesagt, Grenzwert von, wo haben wir die Ergebnisse? Hier, Nachweis der Schwingung. Hier haben wir es nochmal hingeschrieben. Nachweis nach Schneider, 20. Auflage. Das hat dort Herr Professor Colling eingetragen. Eigenfrequenz für unseren Balken hier 8,6 Hertz, ist auf jeden Fall größer als 6 Hertz. Das ist ein empfohlener Grenzwert, das heißt, der Nachweis ist eingehalten. Dann Durchbiegungsnachweis für 1 Kilonewton, also für die Mannlast von 1 Kilonewton, haben wir eine Durchbiegung für unseren Balken von 1,2 Millimeter. Dort gab es Grenzwert 1 oder 1,5 mm, das ist auch Absprache mit Bauherrn. Wenn wir die Grenzdurchbiegung von 1,5 mm zulassen, dann wäre dieser Nachweis der Steifigkeit auch eingehalten zu 81%. Also damit haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, einen Schwingungsnachweis zu führen. Ja, verlassen wir mal den Träger. Ich würde Ihnen gerne noch mal eine Holzstütze zeigen. Das heißt, dass wir uns die Stabilitätsnachweise nach EC5 anschauen und zusätzlich auch mal einen Nachweis im Brandfall anschauen. Dazu das Beispiel 2 in Ihrem Umdruck. Gerechnet eine Pendelstütze. 3,50 Meter Stablänge. Die Nachweise auf Stabilität werden im Holzbau auch nach einem Ersatzstabverfahren geführt. Da ist der Holzbau und der Stahlbau sehr eng miteinander verwandt. Ja, 3,50 Meter Stablänge hatte ich schon gesagt. Was haben wir für Lasten drauf? Als Lasten nur Vertikallasten am Stützenkopf infolge der Einwirkung ständig 15 kN.
infolge der Einwirkung veränderlich 35 kN. Hier sehen Sie auch die gebildete Kombination, ständige und vorübergehende Bemessungssituation, Klasse der Lasteinwirkungsdauer, hier auch Mittel. Bemessungsnormalkraft 72 kN. Der Querschnitt, quadratische Stütze, 14 auf 14 Zentimeter und Nutzungsklasse 3 haben wir hier eingetragen. Nutzungsklasse 3, also eine größere Schwankung der Feuchtigkeit. Ja, was haben wir in der Ausgabe? Materialquerschnitt, das hatte ich schon genannt, auch wieder mit den charakteristischen Festigkeiten für Nadelholz C24. Und jetzt kommen erst einmal so diese Zwischenergebnisse. Wir wollen wir müssen Knicken der Stütze nachweisen. Dazu brauchen wir die Schlankheiten, die bezogene Schlankheit, Lamrell. Gehen wir noch mal kurz ins Kapitel Nachweise. Zusätzlich eingeschaltet, der Nachweis für den Brandfall soll geführt werden für eine Feuerwiderstandsdauer von 30 mm und alle vier Seiten sollen beflammt sein. Wir haben hinterlegt das Verfahren, dass wir mit reduzierten Steifigkeits- und Festigkeitswerten rechnen. Das heißt, es wird ein Restquerschnitt gerechnet und dieser Restquerschnitt wird nachgewiesen mit reduzierten Steifigkeits- und Festigkeitswerten. Ja, hier sehen Sie das Ganze nochmal an der Grafik mit Berechnung des Restquerschnittes. Das ist die Abranddauer und das, was theoretisch wegfällt, also rein rechnerisch wegfällt, ist einfach Branddauer mal Branddauer mal Abbrandrate. Das ist das, was wegfällt und der Restquerschnitt wäre dann 9,2 auf 9,2 Zentimeter. Das ist der Umfang des brandreduzierten Querschnittes und das ist noch die Fläche des brandreduzierten Querschnittes. Auch für den Brandfall müssen wir Knicken nachweisen, das heißt auch dort brauchen wir dann die bezogene Schlankheit. Sobald wir uns im Brandfall befinden, haben Sie an allen Zwischenergebnissen, an allen Nachweisen immer den Index FI für Fire, damit Sie genau wissen, das sind Werte jetzt bezogen auf den Nachweis im Brandfall. Ja, die Nachweise selber oder die Nachweistabelle selber haben wir hier einmal für den Kaltzustand. Sie haben hier berechnet für die Knicklänge von 3,50 Meter die entsprechenden Abminderungsfaktor für das Knicken, einmal um die starke Achse, um die schwache Achse. Das ist, wir haben quadratischen Querschnitt, sind natürlich beide Werte gleich. Die Normalkraft ergibt Normalkraft durch die Fläche der Stütze eine Spannung Sigma 0D, also 0 parallel zur Faser von 3,71 Newton pro Quadratmillimeter. Die Beanspruchbarkeit F0D 10,5 ergibt also eine Ausnutzung im Kaltzustand von 0,9. Das heißt, die Spannung geteilt durch diesen Wert KCY geteilt durch F0D gibt 0,9. Das Nachweisverfahren im Brandfall ist identisch. Dort rechnen wir uns auch die Abminderungsfaktoren für das Knicken aus. Das ist die Spannung im Brandfall, Sigma 0D, Fire. Das ist die die Beanspruchbarkeit im Brandfall und dort haben wir eine Ausnutzung von 94%. Ja, wie wir jetzt auf diese Werte kommen, das haben Sie auch als Handrechnung in Ihrem Umdruck. Schauen wir uns das nochmal an. Nachweis der Stütze. Erst einmal im Kaltzustand, das ist die Spannung parallel zur Faser, einfach die Normalkraft geteilt durch die Querschnittsfläche, ergaben 3,71 Newton pro Quadratmillimeter. Dann müssen wir die Beanspruchbarkeit ermitteln. Auch wieder K-Mod, Sie kennen das schon, mal FC0K durch Gamma M, waren die 10,5. Und jetzt brauchen wir den Abminderungsfaktor für das Knicken. Das heißt, zunächst einmal Ermittlung Schlankheit der Stütze, Lambda, das sind hier die 86,5. Dann wird die bezogene Schlankheit gerechnet, das sind die 1,47. Dann den Faktor K, dort geht dann die bezogene Schlankheit mit ein. Und über diesen Faktor K können wir dann den Abminderungsfaktor KC für das Knicken ausrechnen, im Kaltzustand 0,39. Das Ganze in dieses Nachweisformat eingesetzt. Ich hatte schon gesagt,
die Spannung, vorhandene Spannung, geteilte Abminderungsfaktor, um das Knicken zu berücksichtigen, geteilte Beanspruchbarkeit, 91% Ausnutzung im Kaltzustand. Ja, im Brandfall, das heißt, berechnen wir uns zunächst einmal den Restquerschnitt. Abbrandrate mal Feuerwiderstandsdauer, auch das hatte ich schon gesagt, 0,8 mal 30 Minuten. Das heißt, rundherum fallen rein rechnerisch 24 mm weg. Das heißt, wir haben nur noch einen Restquerschnitt mit der Seitenlänge 92 mm. Wir brauchen den Umfang dieses Restquerschnittes und auch die Fläche des Restquerschnittes. Sie werden es gleich sehen für diese Modifikationsbeiwerte im Brandfall. Im Brandfall dürfen wir mit der außergewöhnlichen oder der Brandfall dafür die außergewöhnliche Bemessungssituation nachgewiesen werden. Hier haben Sie mal die Kombinationsvorschrift dargestellt. Die Teilsicherheitsbeiwerte sind 1,0 und es wird mit dem häufigen Beiwert gerechnet für die veränderliche Last, sodass wir im Brandfall nur mit 32,5 kN nachweisen müssen. Das heißt, eine vorhandene Spannung im Brandfall von 32,5 geteilt durch den Restquerschnitt 3,84 Newton pro Quadratmillimeter. So, jetzt brauchen wir die Abminderungsfaktoren für das Knicken im Brandfall. Dazu berechnen wir uns das Kamott im Brandfall. Das Kamott im Brandfall ersetzt den Kamott-Beiwert für den Kaltzustand. Und dieser Beiwert berücksichtigt einfach die Abminderung der Festigkeit und die Abminderung der Steifigkeit durch die erhöhte Temperatur. Wir haben einmal in Kamott Fire von 0,652. Hier geht dann auch Umfang und Restquerschnitt des brandbeanspruchten Querschnitts ein. Kamott Fire 0,65. Dann dürfen wir die charakteristischen Werte der Festigkeit, dieses FC0K ist eine 5% Quantile und im Brandfall dürfen wir erhöhte charakteristische Festigkeiten ansetzen. Wir dürfen mit der 20% Fraktilen rechnen und diese Anhebung von der 5% Fraktilen auf die 20% Fraktile, das geschieht über diesen Beiwert KFI, in unserem Fall hier für Nadelholz C24 1,25, sodass wir der Bemessungswert für Druck parallel zur Phase, also dieses FC0D für den Brandfall, ist jetzt hier in unserem Beispiel 17,12 Newton pro Quadratmillimeter. Das Ganze nochmal, das war also jetzt die Umrechnung für den Brandfall der Festigkeit. Das Ganze nochmal die Umrechnung der Bemessungswert des E-Moduls für den Brandfall geschieht ähnlich mit einer etwas anderen Formel. Das ist der E-Modul für den Brandfall. Ja, und über diese beiden Werte können wir uns jetzt zunächst einmal die bezogene Schlankheit der Stütze rechnen. Im Brandfall jetzt hier 1,94. Das ist auch das, was das Programm Ihnen dann als Zwischenwert ausgibt. Und danach ist die Berechnung wie im Kaltzustand auch. Mit der bezogenen Schlankheit im Brandfall rechnen wir uns wieder den Beiwert K. Dieser Beiwert K wird dann wieder in die Formel für KC eingesetzt. Und der Abminderungsfaktor für das Knicken KC ist im Brandfall 0,24 oder 0,238. Das Ganze wieder in die Nachweisgleichung eingesetzt, ergab dann eine Ausnutzung im Brandfall von 94%. Ja, an der Stelle würde ich gerne die Bemessung verlassen und würde gerne zu den Anschlüssen übergehen. Ich habe Ihnen hier drei Beispiele mitgebracht. Zunächst einmal als Beispiel den Nachweis eines Stirnversatzes. Wir haben das Modul S720.de. In diesem Modul können Sie alle Nachweise führen oder alle Anschlüsse nachweisen, in denen es um Kontaktanschlüsse geht. Ich zeige Sie mal, wir haben hier die Möglichkeit, ganz normalen Druckanschluss nachzuweisen, also hier Schwellenpressung. Sie können eine Aufklauung nachweisen, das sehen Sie hier, oder auch die verschiedenen Versätze, die es gibt. Und als Beispiel habe ich jetzt hier einfach mal einen Stirnversatz ausgewählt. Ja, ein Stirnversatz, wir haben hier die Schwelle und die Strebe, Dachneigungswinkel 50 Grad.
Material, das definiert wurde, auch wieder Nadelholz C24. Strebe hat einen Querschnitt 14 auf 16, die Schwelle hier 14 auf 20. Und als Einwirkung habe ich eine Bemessungslast eingetragen. Auch in den Holzbauprogrammen können Sie, wenn Sie möchten, Bemessungslasten vorgeben. Dazu müssen Sie uns auch die Bemessungssituation, die nachgewiesen werden soll, hier eintragen. In unserem Beispiel haben wir gesagt, das ist die ständige und vorübergehende Situation. Und dann brauchen wir natürlich zusätzlich auch noch die Klasse der Lasteinwirkungsdauer, weil das Programm ja nicht weiß, aus welchen einzelnen Einwirkungen sich diese Situation zusammensetzt. Deshalb müssen wir hier auch noch die Klasse der Lasteinwirkungsdauer dann eintragen. Ja, und die Größe der Bemessungslast, also die Größe der Strebenkraft, waren in unserem Beispiel 52,2 Kilonewton. Ja, was müssen wir nachweisen? Ich gehe nochmal gerade hier in das Bild, Systembild. Also hier kommt diese Druckkraft runter und nachgewiesen werden muss die Pressung an der Stirnseite, oder die würde ich gerne nachweisen, und natürlich hier auch das Abscheren des Vorholzes. Schauen wir uns erst das Ganze mal im Programm an. Sie haben für jeden Nachweis eine spezielle Nachweistabelle. Die konstruktiven Vorgaben, die werden vom Programm alle automatisch abgeprüft. Und falls Sie irgendwie eine konstruktive Vorgabe nicht eingehalten haben, dann erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Zum Beispiel hier die Einschnitttiefe von 4,5 ist eingehalten. Die muss kleiner oder gleich H geteilt durch 4 sind, also kleiner gleich 5 cm. Ja, Druckstrebe, das ist also der Nachweis, ich zeige es noch einmal an der Stirnseite hier. Wir haben eine Druckkraft, umgerechnet über die Winkelfunktion, von 47 kN. Der Winkel zwischen der Kraft und der Faserrichtung 25 Grad. Die wirksame Kontaktlänge, wie wir darauf kommen, zeige ich Ihnen gleich mal per Hand. Daraus resultiert eine wirksame Kontaktfläche, also N durch A, gibt dann diese vorhandene Spannung. Die zulässige Spannung unter diesem Winkel Alpha ist 7,09. Das Ganze wieder ins Verhältnis gesetzt, ergibt eine Ausnutzung von 0,76. Ja, das Ganze wird dann nochmal nachgewiesen für die Druckkraftübertragung Schwelle. Das ist meist nicht maßgebend. Meistens ist es Druckübertragung Strebe ist maßgebend. Ja, Schubvorholz, dort haben wir eine Schubkraft von 33,55 kN. Die Schubfläche 140 Quadratzentimeter, daraus resultiert eine Schubspannung von 2,4. Bemessungswert der Schubfestigkeit 2,46, also gerade so eingehalten mit 97%. Wenn wir das von Hand nachvollziehen oder nachrechnen, dann haben wir ein bisschen die Berechnung etwas detaillierter. Schauen wir uns das nochmal gerade hier an. Wichtig ist die effektive Fläche, die wir ansetzen dürfen. Es gibt, sobald Sie Druckkraftübertragung haben, dürfen wir im Holzbau einen sogenannten Hängematte-Effekt berücksichtigen. Das heißt, wir dürfen links und rechts der Druckfläche jeweils 3 cm in Faserlängsrichtung berücksichtigen. Aber diese 3 cm gelten immer nur in Faserlängsrichtung, sodass wir, wenn das Ganze schräg angreift, das über die Winkelfunktion umrechnen müssen. Das heißt, unser A-Effektiv ist die Breite der Strebe plus diese Höhe T. Das ist dieser Anteil, dieser 3 cm umgerechnet über die Winkelfunktion. Und so errechnet sich dieses A-Effektiv von 87,3 Quadratzentimeter, so wie das Programm das auch ausgibt. Ja, und die Spannung in dieser Fläche ist dann diese Normalkraft in der Strebe mal Cosinus, weil wir das dann umrechnen, geteilt durch A-Effektiv, ergibt eine vorhandene Spannung von 5,4 Newton pro Quadratmillimeter. Und dann ist im Prinzip das Ganze wieder, wir brauchen dann erst einmal die Bemessungswerte, einmal Druckfestigkeit parallel zur Faser, Druckfestigkeit senkrecht zur Faser, den Faktor KC90, und aus diesen Werten berechnen wir uns die aufnehmbare Beanspruchbarkeit auf Druck unter dem Winkel Alpha zwischen Kraft und Faser. Das hat sich etwas vereinfacht gegenüber der DIN, also die Formel ist etwas einfacher geworden. Und
setzen wir alle Werte ein, bekommen wir hier eine aufnehmbare Druckspannung von 7,09. Das heißt, 5,4 zu 7,09 ist dann der Nachweis, ergaben diese 76% Ausnutzung. Ja, Nachweisschub im Vorholz. Die Vorholzlänge waren 20 cm. B-effektiv, auch hier wieder mit diesem Faktor zur Rissberücksichtigung gerechnet. Der Faktor ist 0,5, das heißt B-effektiv ist nur diese 7 cm, heißt ein A-effektiv 7 mal 20 cm. Die Schubkraft ist auch, also ist die Normalkraft in der Strebe mal umgerechnet über den Winkel, ergeben 33,5 kN. Das heißt, eine Schubkraft in dieser Fläche TD geteilt durch die effektive Breite mal LV ergeben 2,4 Newton pro Quadratmillimeter. Die Beanspruchbarkeit auf Schub, die Formel kennen Sie jetzt mittlerweile, 2,46. Ja, und das Ganze ins Verhältnis gesetzt, ergab eine Ausnutzung von 97%. Ja, so viel ein Beispiel zur als Anschluss, also ein Kontaktanschluss. Dann ist der Herr Professor Minnert sehr ausführlich auf die Johansen-Gleichungen eingegangen. Deshalb habe ich dazu auch noch zwei Beispiele vorbereitet. Die Programme, Sie können, wir haben verschiedene Programme, in denen Sie Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungen nachweisen können. Und wir haben nirgends dieses vereinfachte Verfahren hinterlegt, sondern wir haben immer die Johansen-Theorie hinterlegt. Das heißt, wir rechnen uns immer, wir untersuchen immer diese sechs Versagensformen und die kleinste Tragfähigkeit, die dabei herauskommt, ist dann entsprechend die maßgebende Tragfähigkeit. Und ich habe einmal eine Verbindung gerechnet mit einem Nagel und dann im Vergleich dazu mal eine Verbindung mit einem Bolzen, damit Sie mal sehen, wie das Programm auf diese Werte kommt. Als Beispiel habe ich das Modul S730.de genommen. Es geht jetzt gar nicht so um den Anschluss selber, sondern es geht wirklich um die Tragfähigkeit dieses stiftförmigen Verbindungsmittels je Scherfuge. Ja, das erste Beispiel sollte sein, gerechnet die Verbindung mit Nägeln. Also wir haben hier alle stiftförmigen Verbindungsmittel hinterlegt. Und zwar ein Nagel, klatschhaftig 5,5 mm Durchmesser und 140 mm lang. Es ist eine einschnittige Holz-Holz-Verbindung, das heißt einfach ein Zugstoß, zwei Laschen zusammengenagelt. Und was ich jetzt von Hand mal nachvollzogen habe, ist dieser Wert, ich zeige Tragfähigkeit pro Scherfuge, von einem Nagel pro Scherfuge, dieses FVRK, diese 2,09 kN. Wie kommt das Programm auf diesen Wert? Das schauen wir uns jetzt zunächst einmal als Handrechnung an. Ja, das sieht jetzt schon ein bisschen... Genau. Bevor wir die sechs Johansen-Gleichungen untersuchen können, müssen wir erstmal verschiedene Vorwerte ermitteln. Also es geht jetzt um diesen Nagel, 5,5 mal 140. Das Ganze soll nicht vorgebohrt sein. Die zwei Laschen, die wir zusammennageln, haben einen Querschnitt, also 8 cm breit, 16 cm hoch. Ich habe das Ganze nochmal für Nadelholz Festigkeitsklasse C24 hier nachvollzogen. Ja, was wir zuerst brauchen, ist einmal der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit. Der ist für beide Laschen identisch, weil beide Laschen die gleiche Holzsorte C24 haben. So wurde es im Programm auch eingegeben. Das heißt, die Lochleibungsfestigkeit FH1K ist gleich FH2K, ist 17,21 Newton pro Quadratmillimeter. Dadurch ist das Beta, der Faktor Beta auch 1. Dann brauchen wir das Fließmoment unseres stiftförmigen Verbindungsmittels, das heißt hier von unserem Nagel. Das ist die Formel, um dieses Fließmoment auszurechnen. Das sind hier 15.143 Newton pro Millimeter. Dann müssen wir uns Gedanken machen, wie sind die Dicken einzusetzen. Also auf der Seite des Nagelkopfes, da haben wir T1, das ist dann die komplette Laschendicke, also die 80 mm. Und die Dicke in der zweiten Lasche, das entspricht der Einbindetiefe des Nagels.
Das sind dann, das T2 sind nur 60 mm. Dann dürfen wir einen Anteil des charakteristischen Ausziehwiderstandes berücksichtigen. In der Norm wurde der noch separat später dazu addiert. Im EC5 ist jetzt dieser Anteil in den Gleichungen einfach mit integriert. Das heißt, ein Viertel des charakteristischen Ausziehwiderstandes darf direkt dazu addiert werden. Dazu müssen wir erst einmal diesen charakteristischen Ausziehwiderstand des Nagels rechnen. Das habe ich hier mal nachvollzogen. Ich gehe es jetzt nicht im Detail durch, aus Zeitgründen. Also pro Nagel haben wir hier eine Ausziehfestigkeit von 587,8 Newton und ein Viertel dürfen wir zusätzlich berücksichtigen zur Scherfestigkeit. Ja, und dann gehen wir mit diesen Vorwerten in die 6 Johansen-Gleichungen hinein, also in diese 6 Versagensfälle. Die erste Gleichung heißt, die Lochleibungsfestigkeit in der Lasche 1 wird erreicht. Dieser Versagensfall würde auftreten bei 7572 Newton. Dann die zweite Gleichung, Lochleibungsfestigkeit in der Lasche 2 würde erreicht. Die dritte Gleichung würde bedeuten, Lochleibungsfestigkeit in beiden Laschen wird erreicht. Ich gehe sie jetzt nur mal relativ flott durch. Dann haben wir den Fall Lochleibungsfestigkeit in Lasche 1 plus ein Fließgelenk, entsprechend Lochleibungsfestigkeit in Lasche 2 plus ein Fließgelenk. Und in unserem Beispiel wird die 6. Gleichung maßgebend. Es treten 2 Fließgelenke auf. Die Lochleibungsfestigkeiten in den Laschen werden nicht erreicht. Das ist immer dann, wenn wir relativ dicke Laschen haben und entsprechend dünne stiftförmige Verbindungsmittel. Nämlich hier diese 2094 Newton, also diese 2,09 Kilonewton, die das Programm dann auch ausgibt. Das ist die Tragfähigkeit je Scherfuge. Daraus, aus dieser charakteristischen Tragfähigkeit, wird dann entsprechend der Bemessungswert gerechnet und da die Formel erkennen Sie wieder. Genau wie bei der Bemessung von den Querschnitten müssen wir auch hier Kamot mal charakteristische Tragfähigkeit durch Gamma M rechnen, bedeutet 1,29 Kilonewton. Ich zeige es Ihnen jetzt noch einmal anhand des Programmes. Wir haben dann hier, das ist der Wert. Sie sehen auch immer, das Programm gibt Ihnen die bemessungsmaßgebende Versagensgleichung hiermit an. Maßgebend ist die Gleichung F, also diese 6. Gleichung, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe. Ja, daraus, wie gesagt, Bemessungswert gerechnet und dann wird entsprechend hier der Nachweis des Verbindungsmittels im Programm ausgegeben. Ja, zum Abschluss, wir haben noch 2-3 Minuten, das gehe ich jetzt nicht mehr so detailliert durch, nur mal so im Vergleich. Wenn wir das Ganze mit einem Bolzen rechnen, da gibt es die Besonderheit, also ich habe das Gleiche, ich habe alles identisch gelassen, ich habe die Laschen etwas dünner gemacht, anstatt 80 mm nur noch 60 mm und das Ganze als Verbindungsmittel 2 Bolzen M12 4.8. Auch da haben Sie die Handrechnung mal dazu. Charakteristischer Wert, wir schauen es uns erstmal im Programm an, der charakteristische Wert war hier 9,42 kN und dazu haben Sie auch die Handrechnung. Das Einzige, was ich Ihnen noch gerade zeigen möchte, der Anteil der Zugfestigkeit, der Ausziehfestigkeit, die ist beim Bolzen, ist die Ausziehfestigkeit natürlich viel, viel größer als bei einem Nagel und da gibt es eine Begrenzung. Der Anteil der Ausziehfestigkeit darf nicht größer sein als ein Viertel der Anteil nach Johansen, das heißt als ein Viertel der Scherfestigkeit. Das heißt, dieser Anteil auf Ausziehfestigkeit darf nie größer sein als 25% von diesem vorderen Anteil nach Johansen. Und das wird meinem Bolzen hier auch maßgebend. Und wenn Sie sich die Gleichung mal anschauen, hier habe ich es dann mal gemacht, das ist dann einfach der Anteil mal 1,25. Also die Ausziehfestigkeit ist hier, müssen wir sehr stark begrenzen. Ja. Hier wurde maßgebend, das können wir uns noch gerade anschauen, 9416, das war die Gleichung,
die Gleichung 3, das heißt, der Bolzen blieb gerade. Die Lochleibungsfestigkeit in beiden Laschen wird erreicht. Das war auch klar, ich habe die Lasche relativ dünn gemacht. Das stiftförmige Verbindungsmittel ist relativ dick. Also wird hier Versagen der Lochleibungsfestigkeit maßgebend werden. Ja, meine Zeit ist leider zu Ende. Von daher beschließen wir das. Das war auch das letzte Beispiel, das ich für Sie vorbereitet hatte. Dankeschön.